Oh, hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Warplanes WW2 Dogfight. Ihr könnt auch gerne übrigens mal in der Videobeschreibung mal reinschauen, weil dort Instagram folgen. Und der Vorteil ist, ihr würdet dadurch halt keine Folgen verpassen. Also, ihr könnt gerne mal reingucken. Also würde ich jetzt auch gleich mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Großbritannien, Steuerung kippen. Das ist doof. Ach, ich mach das da. Genau, Joystick. Spiel starten. 1942. Mehr und mehr Länder werden zum Zermarsch der Kriegsmaschinerie. Der Führungsstab der RAF hat eine neue streng geheime Schwadron für die gefährlichsten und außergewöhnlichsten Aufgaben zusammengestellt. Der neue Schwadronsführer ist auf dem Weg zum Hauptquartier, um das Kommando über diese Einheit zu übernehmen. Fertig, gut. Starten. Drücken und halten Sie den Zielknopf oben auf dem. Danke für die Information. Kann man immer gut gebrauchen. Oh, jetzt geht's. Ich habe verstanden. Reden Sie weiter. Wir haben ja südlich von Ihrer Position wurden mehrere feindliche Kampfflugzeuge. Gesendetes Kampfflugzeug. Sie müssen sie eliminieren, bevor sie. Ernsthaft? Verstanden, Kommandant. Ich arbeite daran. Ja, sehr reisige Wörter. Dann auf ins Gefecht. Aber eliminieren, ich meine jetzt eliminieren. Hä? Eliminieren. Das klingt irgendwie so. Ich meine, das soll jetzt Zweiter Weltkrieg sein. Und dann sagen die was von eliminieren. Okay. Fehler passieren. Ich meine, das Spiel ist relativ neu von dem her. Ach so, einige von euch hatten ja in den Kommentaren irgendwie mal reingeschrieben, ja, dass es schlechte Videos sind, die ich mache. Jetzt hier so eine kleine Information, diese vier Videos. Videos und falls einige von euch meine Videos gespeichert haben. Das sind nur so Probevideos gewesen. Also, das heißt, die Grafik und die ganze Technik, Sound, alles wird sich noch verbessern. Also, deswegen. Bitte ein. So, Hauptquartier zeigen. Unser Geheimdienst hat den Standpunkt eines feindlichen Treibstofflagers entdeckt. Es ist für ihre Anwesenheit in diesem Gebiet unerlässlich. Ein einfacher Angriff wird uns wochenlang einen taktischen Vorteil verschaffen. Führen Sie die Mission durch, Schwarmführer, und viel Glück. Okay, mach ich. Ich bin schon auf dem Weg. Ach so, ich hatte heute schon vorher und mit einem Intro probiert. Das war nicht ganz asynchron, deswegen glaube ich, mache ich doch, glaube ich, ohne. Ja. Oh Mensch, diese Reaktion eben, Bombe ab. Es hat schon, boah, es hat schon explodiert und die sagen Bombe ab. Okay. Gut, 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 gut. Dann über ein nächstes Ziel. Da lasse ich mal wieder was fallen. Für dich gibt es keinen Treibstoff mehr. Kein Treibstoff? Sicher? Sicher? Okay. Ach so, falls. Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn das Bild zu groß ist, also wenn ihr mich gerade seht, also wenn ihr mich seht, also dieses Sehungsbild von meinem Gesicht, Facecam, so, wenn es zu groß ist, das könnt ihr gerne größer machen soll, oder ja, je nachdem. Ja, kurz noch ein Panzer zerstört und hab ich's? Jawohl, geh!
Mission beendet. Okay, ab nach Hause. Geben Sie Ihren Flugzeugen Anweisungen. Okay, immer wieder gerne. Ausgezeichnete Arbeit, Schwarmführer. Endlich kann ich... Gut. So, Solo-Missionen mögen zwar spektakulär sein, aber sie sind gefährlich und selten. Oft, ja. Okay, das vorlesen. Das wäre ja sonst zu langweilig. Ihr wollt ja Action sehen. Also gebe ich euch Action. Okay, Start. Bella. So. Ja, ich spiele auf dem Handy. Und gerade das Bild scheint nicht so doll zu wackeln. Hören Sie feindliche Flugabwehrkanonen. Greifen Sie alle feindlichen Jäger an. Von Ihnen und Ihrem Erfolg in dieser Mission leben. Jungs, habt ihr das verstanden? Ich warte auf Anweisungen. Habt ihr das gehört, Jungs? Die hören alle... Aua! Die hören alle nicht auf ihn. Das ist ja unfair, Mann. Ist das... Boah. Mein Gott, Leute. Ist das hier eine Action? Boah, wo kommt der eben her? Meiner oder war es nicht meiner? Ah, da ist meiner. Ich habe ihn. Den schnapp ich mir. Ich habe ihn. Den habe ich zerstört. Autsch. Au. Ah, hilf mir. Oh, ist das eine Action? Muss außer Schussreichweite sein. Ach, wisst ihr, was ich mache? Ich nehme jetzt erstmal den Bomber. Da kommen feindliche Flieger. Macht euch bereit. Okay. Erstmal die Geschütze ausschalten. Und dann mal sehen, ob ich das schaffe. Ich hoffe, ich schaff's. Ja, nicht alle, ne? Also, alle habe ich jetzt, glaube ich, nicht ausgeschaltet. Aber die meisten. Ich heiße Marvin. So, ich zerstöre kurz hier das Ding. Oh. Explosionen sind da. Okay. Einmal rüber. Bomben scharf machen. Anvisieren und Feuer. Gut so. Den schnapp ich mir noch kurz. Das ging doch schnell. Da ist noch einer. Oh, der will meinen Bomber zerstören. Kriegst du nicht hin. Nicht, wenn ich, solange ich im Weg bin, braucht ihr es nicht machen. Nö, hab ich nicht. Gut. Bomber, baller's mit rum. Juckt überall. Keine Ahnung warum, aber ich weiß nicht, warum es juckt. Ah, egal. So, Feuer. Das meint eng. Ich dachte, ich stürze ab. Hohoho. Aber ich habe zwei auf einmal. Ich rauche. Okay. Es qualmt aus dem Motor. Gut. So. Okay, wir sollten Ressourcen reden. Nö. So, austauschen. Ja, zack. Voilà. So, ich würde sagen, ich gehe auf die nächste Angriffsmission. Oder nee, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einer nächsten Folge von Let's Play Warplanes VV2 Dogfight. Und wie ich diese Angriffsmission überlebe oder nicht. Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also, ciao.